Guten Morgen, Menschen. Jetzt ist 6:36 Uhr morgens und ich bin auf dem Weg, mich fertig zu machen für die Arbeit. Und heute ist auch der zweite Tag ohne Kippen. Gestern, das war eigentlich ganz okay, nicht zu rauchen. Ich habe zwar irgendwie jeden wahrgenommen, der eine Kippe in der Hand hatte oder nach Rauch gerochen hatte. Oder irgendwas mit Zigaretten zu tun hatte, habe ich sofort. Oh, er hat eine Zigarette und ich nicht. Aber ich konnte mir gut selber sagen, nee, ich will nicht mehr rauchen, weil ich eben weiß, wie schwul es ist und so. Nämlich, ich habe jetzt seit gestern nicht geraucht und ungefähr 10 Euro gespart. Ja. Und das ist cool. Nämlich, jetzt habe ich 10 Euro, um irgendwas zu machen. Zum Beispiel mit meiner Freundin wegzugehen oder irgendwas für meine Haare zu kaufen. Oder irgendwas halt. Also ich finde es gut. Und ich habe es schon gemerkt gestern. Ich war ungefähr 5 Minuten schneller vom Bahnhof bei meiner Arbeitsstelle, als wenn ich sonst jeden Morgen hingelaufen bin, weil ich einfach auf dem Weg keine geraucht habe und weil ich einfach so mich konzentrieren konnte aufs Laufen und nicht die ganze Zeit hier so. Naja, okay. Dann melde ich mich morgen, wie es heute der ganze Tag über war, mit dem Nichtrauchen. Ach ja, und so sieht übrigens ein Aschenbecher mit Mayo und ein paar zerbrochenen Kippen von gestern und Gleitgel aus. Richtig eklig. Ich mach's noch in Farbe, weil ein paar geschrieben haben bei dem einen Video. Ja, mit Farbe sieht's bestimmt tausendmal ekliger aus. Okay, so sieht's mit Farbe aus. Klipprig und eklig. Naja, dann bis morgen. Und raucht immer nicht schön, also raucht nicht und bleibt gesund. Und so, euer Fipsi.